Einen wunderschönen, habe die Ehre, Servus Christi. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Stefan Haas, ich bin der Dreihaubenkoch, komme aus dem wunderschönen Ausseerland und ich möchte heute ein Lieblingsgericht von mir präsentieren. Und zwar ist es nichts weiteres als eine Henkersmahlzeit von mir, also die Henkersmahlzeit schlechthin. Wenn mir die Leute fragen, Stefan, was ist dein Lieblingsgericht? Was antwortest du auf die Schnelle? Es ist immer das Gleiche, wirklich seit Jahren. Und zwar ist es das hier, schau. Kennst du das? Tafelspitz. Und zwar werden wir heute zwei Fliege mit einer Klappe schlagen. Die heutige Sendung ist eine ganz besondere Sendung. Du wirst nämlich heute nach dem Video wissen, auf was es beim Tafelspitzkochen ankommt, was das Geheimnis rund um das Thema Tafelspitz ist und wie du nebenbei eine fast perfekte Suppe ziehen kannst. Ja? Und jetzt kommt's, das Ganze über Nacht. Das heißt, wenn du am nächsten Tag munter wirst, aufstehst, in die Küche gehst, recht angenehme Suppe, das Gericht ist fertig, ohne dass du dabei am Herd stehen musst und warten musst, bis das Fleisch gar ist. Wenn dich interessiert, wie das funktioniert, glaub mir's, dann schau dir das bis zum Schluss an. Würde mich wahnsinnig freuen. Let's go! Genau, du hast tatsächlich richtig gehört, wir machen das über Nacht. Ja? Es ist jetzt Abend, es ist jetzt 10 Uhr abends, ich sag's wie es ist, ja, und am Morgen Mittag kommen Gäste, die kriegen diesen Tafelspitz zu essen und weil ich nicht in der Früh schon anfangen möchte zum Kochen, sondern da ganz gemütlich dann dein fertiges Gericht quasi in den Vorbereitungen starte, mache ich das jetzt. Das ist ein easy cheesy Temperaturspiel, was ich dir da heute mitgib am Weg. Du wirst nebenbei, das habe ich im Intro gesagt, eine perfekte Suppe haben, ja, und würde sagen, wir starten jetzt gleich. Und zwar möchte ich da gleich eine grundlegende Frage beantworten, wenn du wissen möchtest, wie man richtig Suppe kocht, ja, und was der Unterschied auch zwischen Suppe und Bouillon ist und so weiter. Und zwar schau her, das Stück Tafelspitz hat 1,6 Kilo. Das heißt, diese Menge mal 2 gerechnet ergibt die richtig gute Rindsuppe, die du brauchst zum Schluss. Das heißt, 3,2 Liter Suppen, machen wir es ein bisschen konzentrierter, sagen wir 3 Liter Suppe ergeben sich aus diesen 1,5, knapp 1,6 Kilo Tafelspitz. Diese Frage ist entscheidend, wenn es darum geht, wie viel Suppe bringe ich aus dem Fleisch oder wie mache ich eigentlich richtig eine Rindsuppe. Du gehst her, wiegst das Fleisch ab, dann lässt da gleich ein Wasser ein. Das sind genau 3 Liter. Dann hast du die grundlegende Frage schon mal erklärt, wie viel Suppe du da rausbekommst. Ich mache 3 Liter Suppen, weil ich weiß, da wird was überbleiben. Das, was übergeblieben ist, werde ich einfrieren. Ich mache das gern, wenn ich Suppen koche, mache ich immer gleich ein bisschen mehr und friere sie ein. So, das Erste, was wir jetzt nämlich machen werden, ist, dass wir, da habe ich mir einen Topf aufgestellt, die Zwiebel bräunen. Okay, und schau her, du gehst her, nimmst ganz normale gelbe Gemüsezwiebeln, du hast das in der Mitte halbieren. Ich nehme immer so viele Zwiebeln her, damit der Topfboden quasi schön bedeckt ist. Jetzt schau her. Dann gehst her, tust du die Zwiebeln am Topfboden ohne Fett entlang auflegen. Schau. Die Menge der Zwiebeln ergibt sich immer an der Größe des Topfbodens. Das kannst du ruhig ein bisschen abpressen, dass das richtig schön fast verbrennt. Ich komme später darauf zurück, warum das wichtig ist. Ich meine das jetzt ernst. Du lernst jetzt, wie man eine richtig gute Rindsuppe kocht, okay? Nebenbei, Tafelspitz ergibt immer Rindsuppe. Und ganz nebenbei zeige ich dir das jetzt. Also passt gut auf, gell? Gut, das lässt du da jetzt drinnen. Und in der Zwischenzeit, lass es ruhig und du wirst merken, das wird da verbrennen, beziehungsweise wird es an manchen Stellen schwarz. Das ist gewollt, gell? Ich zeig dir gleich, wie weit ich da gehe. Also, da haben wir nichts da. Dann, schau her. Dann habe ich Gemüse gekauft. Beim Gemüse für die Suppe unterscheiden wir zwischen zwei Gemüsen. Und zwar habe ich da auf der einen Seite, da kaufe ich immer Tassengemüse. Tassengemüse nehme ich zum Ansetzen für die Suppe. Das ist das, was quasi mir den Geschmack in die Suppe gibt. Und dann habe ich eine zweite Charge Gemüse gekauft. Und zwar sind das, ich sage einmal, die hochwertigere Gemüsesorte. Das ist ein Bio-Gemüse, was ich da habe. Das wiederum nehme ich her, um zum Schluss den Tafelspitz damit quasi zu garnieren. Ja? Das heißt, ich tue jetzt, derweil das da drinnen bräunt, gehe jetzt her und putze mir das Gemüse ein bisschen zu. Du brauchst nicht viel da. Du musst im Grunde schauen, dass das sauber ist. Du brauchst das nicht einmal schälen. Ja? Es muss nur frei von Erde sein. Ich werde das Gemüse, was ich da habe, jetzt waschen. Und dann werde ich mir es in Stücke schneiden, okay? Gemüse für die Suppe schneide ich da jetzt ein bisschen gröber. Also das ist bei mir gröber. Während
das Gemüse, was ich dann als Einlage reingebe, ja, feiner schneide. Das ist das Streifengemüse, Julienne-Gemüse. Das mache ich aber erst morgen. Das kommt dann in die Suppe. Gell? Wir servieren morgen eine Rindsuppe. Ich werde wahrscheinlich Frittaten machen, wenn du dabei bleibst. Du wirst das sehen, ganz schnell Frittaten. Und da gibt es dann als Einlage dieses Julienne-Gemüse. Okay? Das ist in der Hochküche, in der feinen Küche der Gang und Gäbe, dass man die zwei Gemüsen getrennt. Das eine, indem man es kocht, und das andere, was man dann quasi als Julienne-Gemüse als Einlage hernimmt. Du kannst natürlich auch, und bitte versteh mich nicht falsch, du kannst das Gemüse, wenn du den Strunk ein bisschen wegschneidest, natürlich auch servieren. Das ist das, was viele machen, dass sie einfach dann das kochen, dass das Fleisch kochen und dieses Gemüse, was da drinnen ist, dann hernehmen. Kann man machen, macht es bitte. Gell? Ich mache es anders, ich seide das morgen dann ab, siehst, wenn du das da bis zum Schluss schaust, und werde das Gemüse da, das Julienne-Gemüse dann als Einlage quasi servieren. Aber wie gesagt, komme ich später drauf zurück. So. Gut. So, schau her. Jetzt schauen wir da rein, siehst du das? So brennt das. Das setzt sich da am Topfboden ein bisschen ab. Schau. Und das ist was, was du brauchst, um später an Farbe zu gewinnen. Ja, das ist das, was der Suppen quasi die Farbe gibt. Auf der einen Seite die Zwiebelschalen, auf der anderen Seite dieses Gebräunte unten. Gell? Das gibt dieser Suppe so diese goldene Farbe. Das hat einen anderen Vorteil auch noch. Die Zwiebelschale klärt die Suppe. Das wissen viele nicht. Aber wenn du Suppe kochst und dann Zwiebelschalen drinnen hast oder Zwiebel und Zwiebelschalen in der Suppe kochst, ein bisschen vermehrt so, dann klärt das, wenn du das nicht zu hastig kochst, ja, mit der Zeit klärt das deine Suppe auf. Das ist das gleiche wie Tomaten. Wenn du in eine Suppe, die köchelt, halbierte Tomaten gibst, frische halbierte Tomaten, klärt das die Suppe. Warum, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so ein unbestimmtes Gesetz, keine Ahnung. Was die Suppe auch klärt, ist Leber. Ja, ich weiß, jetzt ist ein bisschen grausig, aber wenn du Suppe kochst, die da zeitweise ein bisschen trüb wird, so kennt man das vom Geschäft, wenn es einmal schnell gehen muss, kochst du schnell eine Suppe mehr, dann hast du das trüb, dann kannst du das eben klären, während des Köchelns quasi noch mit Zwiebelschale, Tomate und auch Leber abschnitten. Das funktioniert. Schau her, das schaut so aus, mit dem bin ich zufrieden. Es gibt auch so die Tradition, dass man den Zwiebel auf einer Herdplatte direkt, wenn man so die alte, kennst du noch die alten Platten, die Herdplatten, dass man da Alufolie zum Beispiel drauflegt und die Zwiebelschalen auflegt, damit man das dann, schaut schon schön aus, siehst du das? Damit man das auf der Herdplatte nicht direkt schwärzt, sondern dann auf der Folie. Gut, schau her, jetzt gehen wir her, geben das Gemüse drauf. Mal die erste Hälfte. Und dann das Wasser. Deswegen habe ich es abgewogen. Achtung! So, da bebt gerade alles. Verstehst du das? Die Wassermenge habe ich abgewogen, weil das Fleisch 1,5 Kilo hat. Also 1,6 Kilo habe ich da knappe 3 Liter Wasser gekocht. Gell? So, da gebe ich jetzt einen Deckel drauf und ich bringe das jetzt einmal zum Kochen. Eine Frage, die sich manche vielleicht jetzt stellen, bei einer richtig guten Suppe wird die ja aus Knochen gekocht. Knochensuppen sind sogenannte Bouillons. Die funktionieren im Grunde auch, schmecken mir persönlich aber nicht so. Das heißt, wenn ich eine Bouillon irgendwo bestelle, ist das meistens Bouillon-Suppe muss man vielleicht erklären. Eine klassische Bouillon wird aus Knochen gekocht, aus Rindsknochen mit Suppengemüse drinnen. Man geht ähnlich vor wie bei der Rindsuppe, nur nicht mit Fleisch, sondern mit Knochen. Man kann auch sagen, das Beste aus beiden Welten, dass man zuerst eine Bouillon aus Knochen zubereitet und dann quasi Rindfleisch drinnen kocht. Das funktioniert, das ist sehr gut. Ich persönlich habe aber in den letzten 15 Jahren in der Top-Gastronomie die Erfahrung gemacht, das Beste, was für mich am meisten Geschmack in der Suppe gibt, ist das pure Fleisch. Wir haben im Betrieb früher zum Beispiel Klärfleisch extra zum Suppenmachen bestellt. Das heißt, wir sind hergegangen und haben faschierte Rinderbrust hergenommen, das ist grob faschiert geliefert gekommen, haben das in einen Topf gegeben und haben es zusammen mit Gemüse, gleich Salz, also faschiertes grobes Fleisch, wenn du dir das vorstellst, mit Gemüse, Salz und Eiweiß mit kaltem Wasser aufgekocht und haben quasi direkt eine Kraftsuppe gekocht aus Rindfleisch. Ja. Wenn ich daheim so Suppen koche, dann mache ich es immer dann, wenn ich Tafelspitz oder ähnliches zubereite. Allerdings möchte ich da dazu sagen, wenn du sowas zubereitest, mach bitte gleich mehr. Auch wenn da nur für zwei oder für drei Leute gekocht wird, tu so, als wären es doppelt so viel, weil die Arbeit ist die gleiche, der Ertrag macht aber Spaß, wenn du statt 1 Liter 2 Liter Suppen hast und du die zweite Hälfte dann eben einfrierst. Also wie gesagt, denk an meine Worte. So, ich werde dennoch Markknochen mitkochen, aber nicht für den Geschmack, sondern eher für die Optik. Markknochen, das sind diese Schenkelknochen, die Oberschenkelknochen vom Rind, die werden in Scheiben geschnitten angeboten und schau, da drinnen, dieses helle Teil da, das ist das Rindermark. Das kannst du dann, wenn du die Suppe fertig gekocht hast,
kannst das ganz easy cheesy außerdrucken und kannst das dann zum Beispiel auf geröstetes Roggenbrot geben, so drauf verteilen mit ein bisschen frischen Schnittlauch, schmeckt fantastisch. Geriebenen Pfeffer und ein bisschen Meersalz, boah, Henkersmahlzeit. Also wie gesagt, so, dafür macht es Sinn, dass du das zuerst ein bisschen wässerst. Da gehst her, gibst das in einen Behälter, füllst den Behälter mit Wasser auf und lässt es dann da ein bisschen drin, im fließenden Wasser quasi wässern. Das ist jetzt nicht die energiesparendste Art und Weise, deswegen mache ich das daheim nur kurz. Im Betrieb haben wir fürs Leitungswasser mehr oder weniger nichts gezahlt, weil das Wasser direkt aus dem See gekommen ist und nur mit einer Pumpe transportiert ist. Und da haben wir solche Dinge ewig lang wässern lassen können. Ich würde es auch, ganz ehrlich, wenn ich einen Bach in der Nähe habe, ja, der Trinkwasser behält, vielleicht diese Knochen in einem Sieb in den Bach eine Stunde oder was oder am Vormittag irgendwo verstauen, sodass quasi das Wasser sich da immer wieder erneuert und durch das Sieb, durch die Knochen quasi wässert. Ich würde das auch machen, mache ich jetzt nicht, weil draußen ist es kalt, aber hat den Hintergrund, dass eben die Suppe, wenn sie dann kocht, nicht trüb wird durch das, okay? Ich wässere es da jetzt ein wenig und gebe es dann da dazu. Dann würde ich sagen, let's talk about Tafelspitz. Was ist Tafelspitz? Tafelspitz ist ein Stück vom Rind, nämlich aus dem Popo quasi, aus dem Knöpfel in Österreich oder aus dem Schlögel, glaube ich, heißt es in Deutschland. Das ist ein Stück, das was an der Außenseite sitzt. Siehst du, diese Fettabdeckung, der Tafelspitz hat zwei Fettabdeckungen, eine innen, was allerdings eher Sehnen sind, und eine außen. Und diese große Fettabdeckung da drauf, das ist das typische Merkmal des Tafelspitzes. Geh nicht her und schneid das over. Tu das nicht. Wenn du das machst, dann kauf besser Quantoffelspitz in Zukunft, okay? Das ist das Qualitätszeichen und ebenfalls auch das typische Merkmal des Tafelspitzes. Das willst du einem nicht nehmen, das ist sein Markenzeichen, gell? Das tut man nicht. Das bedeutet nämlich, dass du das lässt, wie es ist. Im Gegenteil, wenn das höher ist, das Fett, ist das sogar ein Qualitätszeichen, ein Qualitätsmerkmal, okay? Die hohe, schöne Fettabdeckung. Du gehst her, drehst den Tafelspitz so auf die Innenseite und schaust, da ist so eine Silberhaut drauf, das da, das schneidest du einem weg, das magst du nicht mitessen. Wir kochen es zwar mit, aber wir schneiden das over. Wir schneiden das over, weil das zieht sich, wenn du das nicht wegnimmst, zieht sich beim Kochen zusammen und ja, ist fragwürdig. So, und dieses Stück, du siehst das jetzt, ist der sogenannte Tafelspitz. Also das ist nämlich genau der Spitz hinten draußen, so das äußerste Teil. Das ist so das, ja, das Beste, was man kaufen kann. Also je spitzer der Tafelspitz, desto feiner ist er. Die ganze genaue Geschichte, wie Tafelspitz entstanden ist und vom Kaiser Franz und so weiter, die schaust du bitte in irgendwelche Internetvideos an oder auf YouTube gibt es sicher einige Sachen, auf das gehe ich jetzt nicht ein. Ich komme drauf oder ich komme immer wieder drauf, dass dieses Gericht einfach mein Lieblingsgericht ist, weil es ist eine wahnsinnig herzhafte Zubereitung, die Geschick und Können erfordert, damit das Ganze was wird. Eine Suppe davor inkludiert quasi, also du hast so die Vorspeise dabei. Und ich finde diese ganze Zeremonie und dieses gekochte Rindfleischessen einfach auch spannend. Wenn du schon mal beim Blachhutter in Wien warst, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, die zelebrieren das. Ja. Bei uns in Ausseerland gibt es im benachbarten Pürg gibt's einen Topkoch, der Marc Zach, an der Stelle Servus, schönen Gruß, wenn du zuschaust, der zelebriert diese Rindfleischküche auch. Da gibt es ein topgekochtes Rind, da ist ab und zu auch ein Tafelspitz dabei. Wenn ihr mal in der Nähe seid, geht zum Gasthaus Krenn, probiert das aus. Wenn ihr in Wien seid, geht einmal zum Blachhutter, probiert das aus. Wie das zelebriert wird, ich finde das irrsinnig spannend. Sagt beiden schöne Grüße von mir, wenn ihr dort seid. Ich zelebriere das jetzt auch für uns morgen Mittag. Morgen Mittag bringt mich zum nächsten Punkt. Und zwar, ich habe mir das Backrohr vorgeheizt. Schau, das ist auf 120 Grad eingestellt. Umluft, da kann nichts passieren. Und ich werde das Fleisch jetzt in das Wasser einlegen, mit Deckel drauf, da reinschieben. Und bis morgen, 120 Grad, bis morgen 12 Stunden lang abschieben. Ehrlich, das funktioniert. Das ergibt ungefähr eine Kochtemperatur von so 80 Grad in dem Topf drinnen, das, was dann dabei entsteht. Ja? Und das wiederum ist die perfekte Temperatur, um Fleisch 12 Stunden lang richtig schön weich zu garen. Genau, du siehst da schon die leichte goldene Färbung. Ich kann dir eins versprechen, dass da drinnen jetzt nicht so viel passiert. Also es passiert das, dass das Fleisch gleichmäßig gart. Du brauchst da keine Sorgen machen, dass das irgendwie verbrennen kann oder so. Gell? Ich habe eingestellt Umluft. Du kannst, wenn du dich besser fühlst, mit Ober-Unterhitz auch arbeiten. Du musst allerdings mit der Temperatur ein bisschen aufgehen. Also Ober-Unterhitz würde ich mit 140 Grad machen. Umluft bleibe bei 130. Gell? Ich kann dir vielleicht an der Stelle noch erzählen, dass Tafelspitz einfach so ein perfektes Rindfleisch zum Kochen ist, weil es das Beste aus beiden Welten beinhaltet. Ja, du hast
auf der einen Seite die Fettabdeckung drauf, die brauchst, damit du einen Geschmack hast, weil Fett bekanntlicherweise ein Geschmacksträger ist und das Fleisch quasi, wenn du es nicht magst, frei davon ist, weil du es einfach überschneidest. Du kannst es dann am Teller sogar überschneiden, das Fett, ja, das obliegt dir. Bei manchen Fleischstücken, gerade beim Rindfleisch, ist das Fett drinnen, intramuskulär. Und das ist bei vielen sowas, wo sie sagen, okay, das ist ja jetzt fettig. Also wenn du da zum Beispiel an eine Rinderbrust denkst, die ist relativ durchzogen. Oder auch beim Schulterscherzl ist dieses Fett-Auge drinnen. Der es mag, der bestößt es genau deswegen. Das ist ungefähr so wie beim Ribeye-Steak. Das ist zum Unterschied zum Filet-Steak ja mit einem Fettauge durchzogen. Das muss man mengen. Der es nicht mag, bestützt das Filetsteak. Und beim Tafelspitz ist es so, dass du eben die Wahl hast, wenn du das Fett magst, lass das drauf, wenn du das nicht magst, schneidest du es runter. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle morgen weiter. Es ist jetzt bei mir 9:30 auf die Nacht. Morgen, wenn ich 9:30 da aufwache, dann ist das Fleisch gar. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Also du wirst es jetzt sicher weitersehen. Hey Siri, gute Nacht. Hey Siri, Kochen aktivieren. Also es war jetzt nicht gerade die bequemste Nacht, aber sollte was sein oder irgendwas passieren in der Nacht mit dem Tafelspitz, dann kann ich jederzeit eingreifen. Deswegen habe ich heute da direkt bei ihm geschlafen. So, Scherz beiseite. Jetzt musst du stark sein. Es ist der nächste Tag angebrochen. Wie du gesehen hast, ich tue jetzt den Tafelspitz raus und ich zeige dir jetzt was Fantastisches. Okay, pass auf. Siehst du das? Jetzt sei mal ehrlich, schaut das nicht super aus. So, schau her. Die Suppe ist glasklar und jetzt zeige ich dir, wie du erkennst, ob der Tafelspitz tatsächlich fertig ist. Das gilt im Übrigen nicht nur für Tafelspitz, sondern für alle Fleischarten, die du kochst oder garst, ja, wenn's das, oder schmorst. Das gilt nicht nur für Rindfleisch, sondern für sämtliche Fleischarten. So, schaust du her, ich tue das jetzt da raus. Tja, und jetzt schau her, wenn du da an der Seite oder wenn du da einfach einer druckst, da sieht man es vielleicht, und sie die Faser, siehst du, so leicht auseinanderschieben lässt, dann ist das Fleisch genau richtig fertig. Also es zerfällt nicht, es ist im Ganzen noch, aber siehst du, die Faser zerfällt leicht, lässt sie leicht auseinanderschieben. Das heißt, wir haben das richtig gut gemacht. Also schau, so schaut er aus, der Tafelspitz, er ist natürlich um einiges zusammengegangen. Und das, was du da herinnen jetzt siehst, die Suppe, ist schön klar geblieben. Schau, siehst du das da? Und die seiche ich jetzt ab. Das Fleisch kannst du folieren, an einem warmen Platz stellen und wenn die Gäste kämen, schneidest das auf, das zeige ich dir dann, wie das geht und tust das wieder in die warme Suppe dazu, okay? So, genau, beim Durchseichen passt jetzt auf. Ich würde da jetzt nicht wie gestört herumrühren drin, sondern da nur mit dem Löffel reinfahren, mit dem Schöpflöffel. Schau, siehst du das, was da rauskommt, wie schön klar die Suppe ist? Der Wahnsinn, oder? Ich würde da jetzt ganz vorsichtig die Suppe abschöpfen, gell? Genau, die Menge der Suppe hat sich ergeben, weil wir ja gestern die Wassermenge schon abgewogen haben. Das heißt, das Verhältnis zwischen Fleisch und Wasser und Gemüse sozusagen ist perfekt, das ist so. Die Zwiebeln, die da drinnen sind, die tue ich mir außer. Die nehme ich dann später beim Anrichten als Garnitur her. Genauso wie die Markknochen. Und zwar, da sieht man es ein bisschen. Schau, das Mark ist ein bisschen geschumpelt, aber steht noch im Knochen enthalten. Das tun wir auch als Garnitur dann drauf. 2, 3, 4, genau. So, und jetzt schütte ich das da ganz vorsichtig um. Du hast eben, wie gesagt, den Vorteil, dass durch dieses langsame Garen über Nacht, durch das nicht vorhandene Kochen in Wahrheit, die Suppe so schön klar bleibt. Die Knochen und die Zwiebeln habe ich auch mal mit Folie abgedeckt. Die kommen auf Zeiten. Das brauche ich dann später. Dem erfahreneren Suppenkoch wird jetzt aufgefallen sein, naja, da ist ja noch kein Salz und gar nichts drin. Das schmeckt ja noch nichts. Achtung an der Stelle, noch nichts würde ich nicht sagen. Es ist sehr eine geschmacksintensive, tiefgehende Suppe. Die hat jetzt natürlich noch kein Salz und auch noch keine Gewürze. Und das machen wir jetzt. Ich schneide jetzt das Gemüse noch zum Schluss zusammen, was ich gestern gesagt habe. Das schöne Chilengemüse kommt da noch rein und würzt die Suppe. Und zwar nehme ich mir da einen Wacholder und Lorbeerblatteln. Kannst, wenn du magst, frischen Liebstöckel dazugeben. Ich gebe das deswegen jetzt erst in die Suppe, beziehungsweise röst das zuerst ohne Fett, damit die ätherischen Öle der Gewürze freigesetzt werden und dann auch in die Flüssigkeit übergehen. Warum ich das nicht gleich von Anfang an dazu gebe, kann ich dir an einem ganz einfachen Beispiel erklären. Nimm so ein Blatt Lorbeer, tu es in ein Wasser oder in einen Topf und koch es einmal 2-3 Stunden und schau, was zum Schluss von dem an Geschmack noch über ist.
nichts. Nimm einen Teebeutel, koch einen Teebeutel einmal in einem Wasser 2 Stunden mit einem Fenchel drin und überlege einmal noch, was das nach 2 Stunden noch schmeckt. Noch gar nichts, gell? Du musst das zum Schluss dazugeben, ähnlich wie beim Tee, in eine heiße Flüssigkeit ziehen lassen. Ich sage einmal, so 10 Minuten würden total reichen, vorausgesetzt du setzt die ätherischen Öle vorher frei, 10 Minuten ziehen lassen, dann hast du den vollen Geschmack der Gewürze in der Suppe drin. Damit ich die Gewürze dann nicht hinten noch wieder einzeln aussuchen muss, nehme ich da einfach ein Sieb her, stelle mir das da in den Topf rein und lasse in das Sieb reinfallen. Dann brauche ich es nach 20 Minuten einfach nur wieder raus. Dann. Nächster Hack. Ein bisschen Salz. So, schau her, das riechen tut's fantastisch. Und jetzt gebe ich es da einfach ins Sieb. Schau her und lasse das Ganze dann einfach da in die Suppe fallen. Das reicht mir aus. Das lasse ich da 20 Minuten herin und das wird reichen. So, schau her, da habe ich jetzt diese Chilien-Gemüse, oder wie manche sagen, Chilien, ja. So schaut das aus. Und da gehst du jetzt einfach her und tust das in die heiße Suppe dazu. Das reicht völlig aus, wenn das da ein bisschen mitzieht. Das Gemüse soll knackig bleiben und das passiert da automatisch in der heißen Suppe. Wenn du das genauso machst, bist du begeistert. So, da jetzt einmal einen Deckel drauf. Beim Tafelspitz aufschneiden, das hast du vielleicht schon mal gehört, musst auf eine Sache achten, nämlich, dass du das Fleisch nicht mit der Faser, sondern gegen die Faser aufschneidest. Der Tafelspitz ist ein bisschen tricky, aber wenn du das anschaust, schau, geht die Faser da so, dann dreht sie sich so in die Richtung. Schau, das ist so wie, wenn ich es mit der Faser aufschneide, dann kann das zarteste Stück Fleisch zäh zwischen den Zähnen sein, weil es mit der Faser einfach nicht zum Kauen ist. Das heißt, du musst es immer gegen die Faser aufschneiden. In dem Fall würde ich es jetzt, und das mache ich, das rate ich da, bei jedem Tafelspitz, ihn einfach in der Mitte, schau, wenn das das Stück so ist, in der Mitte zu halbieren. Sagst du, das ist die Faser. Schau mal, wie schön softig das ist. Sagst du das? Mit der Faser zu halbieren, schau, und dann schneidest ganz vorsichtig die Schnitten so, aber du kannst das Fett, du hast aber gleich da nach oben schauen lassen, schau her. Und dann schneide ich da ganz vorsichtig die Tranchen auf. Jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, warum das meine Henkersmahlzeit ist. Weil das einfach, oh, es ist zart, es ist softig, es ist extrem nahrhaft mit dem Gemüse drin. Schau, das zweite Stück gar, jetzt einfach drehen mit dem Fett nach oben. Und ich schneide es jetzt einfach in den Teller. Oder wenn es das zum Beispiel erst später ist, dann kannst du die Fleischstücke vorsichtig in der heißen Suppe nochmal gar ziehen oder warm machen. Jeder, der mag, kann sich das Fett runterschneiden und der es mitessen möchte, soll es mitessen. Eine kinderleichte Beilage zu dem Tafelspitz ist der Semmelkrenn. Ja, für die, die das nicht kennen, das ist eingeweichtes Weißbrot, altbackenes Weißbrot mit Suppe, Sauerrahm und Krenn, frischen Krenn abgerührt. Das Ganze wird gewürzt mit Salz, Pfeffer und ein bisschen Muskatnuss. Das mache ich da jetzt dazu. Klassisch würde sich auch Kartoffeln, Bratkartoffeln oder Röstkartoffeln, wie sie in Österreich heißen, eignen. Das ist das, was man klassisch zum Tafelspitz dazu essen sollte. Der Unterschied zwischen einem gekochten Rind und Tafelspitz ist nämlich, dass der Tafelspitz ein Tafelspitz ist und das gekochte Rind ein gekochtes Rind ist. Das klingt jetzt ein bisschen unschlüssig für dich. Tafelspitz ist die edelste Form des gekochten Rindes und das gekochte Rind eher das einfachere. Ja? So kenne ich. Das heißt, wenn du von Tafelspitz redest, solltest du immer geröstete Kartoffeln und ein Rahmgemüse dazu servieren. Wenn du gekochtes Rind kochst, also Schulterstücke, Brustkern und so weiter, ist der Semmelkrenn die bessere Beilage dazu. Ich weiß, es geht beides und unter dem Strich ist es dasselbe. Oder geht es nur ein bisschen ums die Wertschätzung des Tafelspitz. Ja? Ich zeige dir heute, wie ein Semmelkrenn funktioniert. Ich mache das da jetzt noch schnell im Schnelldurchlauf, weil es fast à la Minute geht. Und zwar die Suppe hast du ja schon da. Nimmst eine Schüssel, altbackenes Weißbrot, Suppe, besten Fall heiß, ein bisschen Salz, Pfeffer, ein bisschen Zimt, Scherz, Muskatnuss und Sauerrahm. Und natürlich frischen Krenn. Frischen Krenn, gell? Die goldene Regel ist, einer am Tisch muss immer weinen, so viel ist da drin. Durchmischen, warm stellen, fertig. Und eine weitere Beilage zum Tafelspitz, die für mich unersetzlich ist, ist die sogenannte Schnittlauchsauce. Das zeige ich dir jetzt auch noch schnell. Ein bisschen altbackenes Brot, ein bisschen Suppe, ein bisschen Salz, Worcester Sauce oder gerne Maggi. Ja, hast richtig gehört, Maggi passt auch gut rein. Dann ein schöner Esslöffel Dijon-Senf, ein kleiner Esslöffel Sauerrahm. Dijon-Senf, gell? Kein Estragon-Senf, Dijon-Senf. Dann haben wir dazu ein Ei.
ist übrigens ein Rezept, da ist ein gekochtes Ei vorgesehen. Die meisten Leute gehen her und kochen das Ei in der Schale, warten 10 Minuten schön und geben es dazu. Ich schlage das Ei auf und koche es in der Pfanne, geht unter einer Minute. Spitzer Essig gebe ich dazu. Und jetzt gehst her, nimmst den Stabmixer und lässt unter ständigem Mixen ein bisschen Öl einlaufen. Schnittlauch drauf, fertig. Wenn du übrigens wissen möchtest, wie gut ein Koch sein Handwerk beherrscht, dann lass ich mir mal einen Bund Schnittlauch schneiden und schau mal, wie das danach ausschaut. Wenn so ist, ist es gut. Im Grunde war es das jetzt. Ich werde das jetzt nachrichten, die Tafelspitze. Ich werde den Tafelspitz nachrichten. Die Suppe kannst du dir ganz einfach finalisieren, indem du dir noch eine Einlage zubereitest. Wenn du wissen möchtest, wie zum Beispiel Grießnockerl funktionieren, schau dir mein Grießnockerl-Video an. Oder wenn du Frittaten machen möchtest, schau dir mein Palatschinken-Video an. Das gibt es auch in der pikanten Abwandlung. Ist in meiner Sexy Hausmannskost-Tutorial-Listen vorhanden. Schau das durch. Ich richte es jetzt noch fertig an, nimm dir da jetzt ein bisschen mit noch und sag danke fürs Zuschauen. Es ist jetzt, wie gesagt, meine absolute Henkersmahlzeit und die werde ich jetzt genießen mit meiner bezaubernden Juliane und meinem Sohn zu Mittag jetzt. Und ja, ich hoffe, du hast für dich mitnehmen können, dass du nicht stressen musst, wenn du mittags zum Beispiel Tafelspitz kochen möchtest, dass du das in der Früh noch irgendwie zubereitest, sondern auch am Vortag easy cheesy machen kannst und total entspannt den Tafelspitz über Nacht garen kannst sozusagen. Ja, es sind einige Rezepte jetzt in diesem Tutorial beisammen, die dir in Zukunft ein neues Lieblingsgericht bereiten werden, da bin ich 100% sicher. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit, würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Abonniere meinen Kanal, wenn du es nicht eh schon gemacht hast. Ich sage danke und habe die Ehre. Ciao.